Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fidibis Infinity War of Skyblock Expert Mode. Ich stehe hier mit meinen Goggles of Revealing, eins der Dinge, die wir in den letzten Folgen gemacht haben. Wir sind auch schon ein ganzes Stück weitergekommen in der letzten Folge und sind mittlerweile auch bei dieser super coolen Alchemie angekommen, wo wir jetzt hier Arbor gewinnen können. Warum genau ich das mache, weiß ich gerade auch nicht mehr. Aber wir werden es später noch brauchen. Ach genau, für das Silverboard brauche ich das. Ich habe jetzt hier gerade eben nebendran eine Tabelle auf, weil wir uns heute eins der, wenn nicht sogar das wichtigste Item, das wir in diesem ganzen Farmcraft-Teil des Let's Plays von Fidibis Infinity War of Skyblock Expert noch machen werden. Und zwar den Infusion. Es wurden, danke Kaspersky, das merkwürdige Programme. Und zwar die Infusion-Geschichte. Dazu fehlt mir hier noch ein Detail. Das habe ich mittlerweile herausgefunden, was es ist. Allerdings müssen wir dafür ein paar Umwege machen, beziehungsweise ein paar Dinge herstellen. Und weil das eigentlich ganz spannend ist, zeige ich euch das jetzt. Was ich zunächst mache, ist, dass ich Humanus mit Terra verbinde. Und wer sich jetzt wundert, hey, was wird denn das? Tang, da habt ihr das gerade gehört. Das war der Soundeffekt für ein Items namens Perfodio, also den Aspekt des Minens. Nicht zu verwechseln mit Instrumentum, den Aspekt von einem Instrument. Was? Okay. Das ist das Ding, was wahrscheinlich auch dafür gesorgt hat, dass ich Ewigkeiten kein Eisen einspür... Nee, das war was anderes. Dass ich Ewigkeiten kein Gold... Ah, guck mal, auf einmal werden neue Dinge entdeckt. Das war das Item, was mich daran gehindert hat, dass ich so viele Dinge nicht erkennen konnte. Wahrscheinlich mittlerweile, genau, mittlerweile kann ich ja auch die Dinge hier dann scannen. Ja, ja, weil mittlerweile hat er das Wissen dafür. Da fehlt mir immer noch das Wissen. Oder es hat keinen Aspekt, es kann beides sein. Nice. Das ist doch mal eine ganze Ladung. Also, das waren die wichtigen Dinge dieses Lebens. Was wir jetzt machen, ist, dass wir den frisch gewonnenen Aspekt, mit dem wir jetzt ganz viele neue Dinge nochmal erforschen konnten, dass wir diesen Aspekt nochmal neu kombinieren. Und zwar mit der Bewegungsenergie, die wir... meine Heizung macht wieder komische Geräusche, das macht sie manchmal. Die wir hier auch... haben wir die noch nie erforscht? Das glaube ich jetzt gerade fast nicht. Komm, hier ist es. Mit Motus. Genau. Kombinieren wir... Und das ergibt dann ein Item namens Magisches. Also eigentlich müssten da jetzt so Zahnräder rauskommen. Ist aber nicht geworden. Jetzt scroll ich hier nochmal ganz genau rein. Der macht tatsächlich hier dieses Item, also in dieser Tabelle, die ich jetzt hier gerade habe, kombiniert er das hier mit der Bewegung. Und daraus wird bei dem Maschina. Also wenn ich jetzt hier Maschina eingebe, dann wird das Ding nicht gefunden. Liegt das jetzt an mir, weil ich irgendwas falsch gemacht habe? Oder wurden hier irgendwelche Dinge durcheinander gewirbelt? Aber da ist gerade nichts passiert. Ist bei euch irgendwas passiert? Bei mir ist nichts passiert. Wir können das mal gegentesten, indem wir diesen Aspekt nehmen und ihn zum Beispiel mit dem Menschen hier kombinieren, von dem wir gerade nichts mehr da haben. Hier kombinieren. Dann wird daraus hoffentlich Fabrico. Hallo? Ja, ist etwa die Tabelle, die ich hier habe, nicht aktuell oder in irgendeiner Form nicht mehr richtig? Scheiße war's. Ich krieg das raus. Zeitraffer. Und ja, laut der Tabelle, das ging jetzt ganz, ganz schnell, weil ich die Backup-Tabelle schon auf hatte, ist das tatsächlich falsch. Das ist wirklich, die Tabelle sagt hier eindeutig, man muss hier Perfodio mit dem Ding kombinieren, aber das war's nicht. Ja, denn es ist Maschina und damit haben wir aber immerhin den Schritt abgeschlossen. Jetzt mache ich, glaube ich, noch ganz schnell hier einen neuen Aspekt davon und einen neuen Aspekt davon, wenn ich denn darf. Darf ich nicht. Jetzt darf ich aber so, mit Shift kann ich mir noch mehr davon herstellen. Denn jetzt kommt ja der knifflige Part. Und weil wir gerade eben schon so viel Zeitraffer haben oder so viel Spaß an Zeitraffer haben, möchte ich euch damit nicht langweilen. Und macht das hier mal schnell. Und spätestens jetzt werden die Leute fragen, hä, was ist denn das schon wieder für ein super kurzer Zeitraffer hier? Warum, seit wann kannst du Farmcraft so gut, dass du ohne die Sachen zu googeln, die Sachen hier quasi perfekt zusammengelegt hast? Ja gut, Leute, es gibt dieses Internets und wenn man das gerade eh schon offen hat, weil die Tabelle, die man sich irgendwann mal runtergeladen hat, falsch ist oder fehlerhaft ist, dann nutzt man halt dieses Internets und es ist sehr, sehr viel schneller. Also das haben auch tatsächlich
gerade die Leute, die jetzt sagen, das ist doch Cheaten, ganz viele Leute haben mir sogar gesagt, ich soll das machen. So, im Internet findest du für alles ganz perfekte Erklärungen und so weiter. Und es war ich, der dann gesagt hat, nee, ich möchte das selber lernen. Ich habe Bock, das zu können. Und unterm Strich hin und wieder darf man das ruhig mal machen. Weil es ist nicht das einzige Ding, was wir heute lernen werden. Und um ganz ehrlich zu sein, habe ich bessere Dinge zu tun, als jetzt 100 Mal die... Obwohl ich schon relativ cool finde und irgendwie auch ein Projekt geil finde, wo man jedes einzelne Item auf diese Art lernen muss. Aber das ist wieder, wir schweifen ab. Lass mal ein bisschen fokussiert bleiben. Wir haben auf jeden Fall gerade eben die Infusion Matrix hier kennengelernt. Und das Ding hier sollte uns eigentlich jetzt hier seine Einzelheiten verraten. Das tut es aber nicht. Und ich denke, das liegt daran, dass wir noch nicht den hier erforscht haben. Genau. Das Ding hier fehlt uns nämlich noch. Und dann dürften wir theoretisch aber hier an der Seite unter anderem die Items, weswegen ich Foamcraft überhaupt erst mache, freigeschalten bekommen. Davor interessiert mich gerade, wie diese Matrix eigentlich aufgebaut ist. Was ist da Crafting? Oh, ihr kleinen Schweinchen, Alter. Okay, dafür muss man erstmal Blood Magic bis zu einem Anfängerlevel hier durchgespielt haben. Man muss den Runic Altar, möchte ich wissen, okay, der wurde nicht genervt. Aber was man machen muss, man muss alle ja gut, sagte ich bereits, dass eventuell die Matrix genör... Okay, immerhin Attune Stone, weiß ich schon, wie es geht. Ja gut, das mag uns mal für später ein Problem sein, okay? Ich muss jetzt das hier machen und weil das jetzt nicht so das Riesending ist, versuchen wir es nochmal hier im Let's Play quasi live und ohne Zeitraffer. Diamant und Terra haben wir hier als Verbindung und hier haben wir Energie. Ich glaube, der Weg über Energie ist tatsächlich nicht der schlechteste hier. Und ich nehme an, dass diese Energie irgendetwas hat. Ja, Void könnte ich mir vorstellen. Ha. Ich weiß gerade nicht, auf welches Item ich gehen soll. Ich wäre jetzt eigentlich auf Terra gegangen, so rein intuitiv, weil es halt schon ein Basic-Item ist, so. Aber wenn ich gerade sehe, dass in Potentia auch AR genommen werden kann, dann können wir tatsächlich die Gemeinsamkeit an dieser Stelle ausnutzen. Aha! Leute, habe ich gerade, ohne dass ich... Also ich habe es wirklich nicht auf, Leute. Habe ich gerade tatsächlich die perfekte Lösung gefunden? Ich glaube schon. Sehr schön. Einmal darf ich wenigstens in meinem Leben stolz sein. Und da ist es. Da ist das Sword of the Sapphire. Und wer sich jetzt wundert, hey, warum feierst du das so? Ist doch nur ein Schwert. Dem zeige ich nochmal schnell auf. Das ist hier irgendwo so ein Sword of the... Ah ja, genau. Super, bin ich auf irgendeine Taste gekommen. Dass es dieses Ding hier gibt und dass das die Grundlage ist für Blood Magic Tier 3, was die Grundlage ist für die billigste, netterste Automatisierung, die du in diesem Projekt wahrscheinlich bauen kannst. Das ist übrigens der einzige Grund, warum ich aktuell Foamcraft spiele. Also seit 10 Folgen oder so. Nur weil ich Blood Magic vernünftig automatisieren will. Und Netherstars bekommen. Weil Netherstars ganz geil sind. Aber sag's keiner weiter. Mich gerade zum Affen. Okay. Also, das Sword of Sapphire haben wir damit freigeschalten. Sehr schön. Beziehungsweise wir haben uns freigeschalten, dass wir uns freischalten können. Denn das ist das letzte Ding. Und, oh ja. Ich habe das Gefühl, dass... hier kommt ein Zeitraffer. Nein, ich google das. Wer würde sowas googeln? Ja, seht ihr mal, wie advanced ich in Foamcraft bin. Also ich muss immer so 10 Sekunden auf den linken Bildschirm gucken und kurz was an meiner Tastatur machen und zack, habe ich die perfekte Lösung. Also, ne, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Sehr schön, Sword of the Sapphire ist freigeschalten. Und es wurde, soweit ich das erkennen kann, nicht genervt. Man braucht nach wie vor das Foamcraft-Schwert, wofür wir natürlich Foam im Ingot benötigen, wofür wir in diesem Ding hier Mana-Stil benötigen. Spannend. Aber danach wurde es, ich erinnere mich später, dass Updates verfügbar sind. Danke, danke, Kaspersky. Aber ansonsten wurde es in Ruhe gelassen. Braucht Greatwork, dafür sind wir gerade Arbor am Herstellen. Ein bisschen Perbrabrabrabr, könnten wir auch Perbrabrabrabr, für Leute, die noch fragen, Perbrabrabrabr, könnten wir auch noch gebrauchen. Da könnten wir eigentlich ein paar davon auflösen, weil wir das eh noch benötigen. Long story short, ich bin sehr zufrieden, denn wir sind auf einem gar nicht mal allzu schlechten Wege. Ich brauche nur, glaube ich, also diese Dinge hier müssen, also das hier muss erstmal zur Seite. Sehr schön, ich werde mir eh so eine Wand machen müssen. Da ist jetzt Arbor drin.
Kann man ja erzählen, was ich hier gemacht habe? Warum sind zwei Pipes an derselben Stelle? Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt wirklich keinen Sinn. Okay, jetzt ist es aber wirklich richtig. Danke, meine Damen und Herren. lol. Jetzt müsste ich eigentlich ein paar von diesen Shards hier auflösen, weil die Order Shards echt dafür gemacht sind, diese drei Aspekte, zwei davon brauche ich sowieso demnächst, hier rauszuholen. Das Problem daran ist, man bräuchte jetzt noch mehr von diesen Warded Jars. Und soweit ich das weiß, Warded, haben wir einfach nichts mehr dafür da. Ich denke dir, also wir werden jetzt, glaube ich, als nächstes sehr, sehr viel. Was ist meine Drop-Taste in diesem Let's Play? Ich habe irgendwie immer eine andere gefühlt. Wir werden jetzt erstmal sehr, sehr viel Mana-Glas herstellen müssen. Und dafür werden wir hier einiges an Kohle verbrennen müssen. Und hoffen, dass diese. Ich glaube tatsächlich, dass aus diesem Foundcraft-Let's Play, was wir bis jetzt hatten, auf einmal gerade ein Blood Magic-Let's Play wurde, weil wir vorerst tatsächlich mit Foundcraft fertig sind. Ihr seht, dass wir für den restlichen Kram fast kein Foundcraft benötigen. Und ihr seht auch, dass wir hier erstmal ein bisschen Blood Magic, ein kleines bisschen Witchery, aber vor allem Botania benötigen. Und zwar halt wirklich kick in your ass. Botania, ich möchte jetzt eigentlich, achso, der Ring Altar, haben wir schon geguckt, der ist eigentlich echt nicht schwer herzustellen. Mit einer Mana Pearl oder einem Mana Diamond. Und dem Living Rod, den wir gerade da drüben abgebaut haben, haben wir eigentlich. Habe ich irgendwelche dieser. Ich hab gar nichts. Ja, gut. Das liegt natürlich daran, dass ich jederzeit immer vorbereitet bin. Und ich bin irgendwie unglaublich dankbar gerade, dass der nicht so pervers genervt wurde. Weil ich meine, wir brauchen noch wie viel? Schon noch ein paar, oder? Das sind jetzt 4, 5, 6. Sehr schön. Damit können wir immerhin schon mal mehr Water Jars machen, damit das Ding da läuft. Aber der Diamant. Der erzählt uns, leck mich. Ja, das war irgendwie klar. Ob die Pearl wohl weniger benötigt? Finden wir das raus durch die... Haben wir Infusion hier? Müsste eigentlich, oder? Müsste eigentlich auch angezeigt werden. Hier, das braucht so viel. Aha. Und die Mana Pearl, gucken wir mal. Die braucht ein bisschen weniger. Ich habe irgendwie tatsächlich genau das im Kopf gehabt. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie das schon wusste oder weil ich es schon irgendwie gespielt hätte oder weil ich wieder irgendwelche Cheatslinks auf habe, sondern weil ich mir gedacht habe, eine Enderperle ist eigentlich ein wertvolleres Item, würde voll Sinn machen, wenn es dann weniger Mana bräuchte, wenn beide gleichzeitig verwendbar sind. Und ich hatte tatsächlich komplett recht. Das bedeutet für uns aber, wir können jetzt noch mehr von diesem Glas hier herstellen. Und das ist ja für uns die Grundlage für die Warded Jars, die auch noch Slabs benötigen, die ich gerade weg... Ich bin jederzeit vor... Ich weiß, was ich tue. Nee, ernsthaft. Wir brauchen noch viel mehr davon. Und zwei werden nicht reichen. Das kann ich schon mal sagen. Aber immerhin wird es Wasser reichen, das wir noch in dem Zauberstab drin haben. Ach Gott, Alter. Ich habe eigentlich keine Lust, mit Node Transportation anzufangen. Das ist der einzige Grund, warum ich das momentan noch so hässlich mache. Jetzt können wir auf jeden Fall diese hier reinlegen. Und die werden jetzt aufgelöst und ihr seht auch gleich schon dann die Endprodukte. Wir haben jetzt in dem hier unten Ordo, einen Aspekt, den wir mindestens für das Sword of the Sapphire brauchen. Dann haben wir hier Vitrius, einen Aspekt, den wir, glaube ich, gar nicht mehr brauchen. Und wir haben hier oben aber auch auf jeden Fall noch mehr Vitrius. Willst du mich verarschen? Warum? Während der jetzt hier... Was soll denn das? Wie macht man denn ein Warded Jar Layer? Wie? How to empty a Warded Jar? Ich habe absolut keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ha. Also ich, vielleicht nehmen wir uns irgendwie rauspumpen, aber das ist ja jetzt selten dämlich. Kann ich irgendwie... Das kann ich irgendwas so... Also ich meine, jetzt sind Aspekte hier aktuell drin gespeichert. Also wieso ist hier Ordo drin, wo ich hier doch... Ich habe das Gefühl, dass der manchmal ein bisschen macht, was er will, Leute. Was ist denn das? Also Ordo kann ich jetzt immerhin hier den Rest noch abpumpen. Aber dass jetzt hier mein, dass der Aspekt, für den ich den Spaß eigentlich gemacht habe, gerade ein bisschen untergeht und ich gerade jetzt zwei Vitrius davon habe, kann man die irgendwie, kann man damit irgendwie so Scheiße machen wie, wie die ineinander umleiten? Bräuchte man wahrscheinlich irgendwelche Arten Pumpen. Da siehst du, da fehlt jetzt schon wieder mein Foundcraft-Wissen, weil mein Foundcraft-Wissen keine Fehler vorsieht. Ja, gut. Aber das bleibt ja da drin gespeichert, solange wir es nicht abbauen, oder? Immerhin haben wir jetzt genug Order schon für das Rezept. Ihr werdet mir hoffentlich kluge Kommentare schreiben. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Foundcraft. So, also hier drin wurde mittlerweile ein bisschen Mana gespeichert. Ich hoffe, es ist genug. Ja, sehr schön. Das heißt, wir können uns eine Mana-Perle herstellen und jetzt mit ein bisschen, Living Rock
Genau, das ist der gute Freund hier. Können wir uns tatsächlich bereits, ich glaube, so war das Rezept, oder? Genau, den Runic Altar herstellen. Den stelle ich einfach mal hier drüben hin. Und, achso, die Kohle, die liegt mit Grund hier. Okay, der Runic Altar wiederum ist ein wunderschönes Item. Ich zeige euch gleich, was der kann. Der ist nämlich notwendig tatsächlich für ganz, ganz viele Prozesse. Unter anderem für die Runen, die wir noch später benötigen werden. Davor möchte ich aber dann doch mal gerne die Arkane... Nicht die Arkane Biene. Oh Gott, Bienen kommen ja auch noch in diesem Let's Play. Aha! Ich habe sie extra gelernt, irgendwann mal. Habe sie dann wieder alle vergessen. Ich suche eine gewisse Pflanze, die ich jedes Mal tatsächlich den Namen vergesse. Das ist eine ziemliche Leistung, aber Gott sei Dank sehe ich sie gerade. Arcana. Rose Arcana. Weil die wichtig ist noch für unsere Automatisierung. Die können wir uns als allererstes angucken. Wir brauchen eine Rune of Mana. Dafür brauchen wir Mana Pearl, Mana Diamond, Mana Steel, Balance Shard, die, ich sag mal so, nicht allzu viel Spaß machen. Und Mana Quarz. Und ich sehe gerade, Mana Quarz benötigt ja seine ganz eigene Vorarbeit. Hä? Wie komme ich an Mana Quarz ran? Block of Mana Quarz. Mana Quarz Slab? Ah, okay. Manchmal sollte man nicht denken, dass es zu hart genervt wurde, nicht wahr? Grundsätzlich ist es aber so, siehst du, jetzt lasse ich hier halt Glas rum. Ne? Also damit kann man halt Infusionen machen. Muss man dann auch nochmal und bla bla und sowieso. Ich möchte auf jeden Fall auf XP-Generierung umsteigen und deswegen brauche ich jetzt halt diese Dinger da. Bird, aber wir brauchen irgendwie Mana Quarz, wir brauchen Mana Pearl, wir brauchen irgendwie viel zu viele Items, von denen ich definitiv der Meinung bin, dass sie viel zu fucking teuer sind. Ein Quarz hat gereicht, ne? Ich hoffe. ja, vor allem brauchen wir Mana Steel und so weiter. Und ihr seht halt, wie lame das gerade eben ist. Aber ich denke, dass man darauf auf jeden Fall in naher Zukunft eine vernünftige Generierung... Reicht es jetzt zufälligerweise? Es sah aus wie ein... Nee. Also, wir brauchen auf jeden Fall die Arkane Rose. Ich mag die. Ich möchte auf jeden Fall mit der arbeiten. Ich sag schon so oft auf jeden Fall wie Zinus. Aber leider brauchen wir halt einfach noch ein bisschen was. Also diese Charts hier werde ich mir als nächstes mal angucken müssen. Da hatte ich schon mal irgendwie einen coolen Weg... Aber ich weiß nicht mehr genau, was ich dafür verwendet habe. Aber ich habe irgendwie... ich glaube, das Schwerste war, ans Wasser ranzukommen, ne? Ja, ich brauchte irgendwas, was einen Aspekt von Wasser in sich trägt. Was hat eigentlich... Also ich wüsste mal gern eigentlich, was so ein Wassereimer oder so eine Minecraft-Potion dieser Art, was die für Aspekte in sich tragen. Habe ich doch gedacht, dass der mit mega viel Aqua um die Ecke kommt. 4 Aqua. Ist eigentlich gar nicht mal so übel. Hier haben wir ein Aqua drin, könnte man natürlich auch irgendwie weiterverwenden. Wasserartischocken haben sogar 2 Aqua. Ward und Glowstone tauchen hier aus anderen Gründen auf. Lilypads wären auch mal noch interessant zu scannen. Die haben ja, die haben auch Aqua, aber weniger Aqua. Ein Blood Orb ist wahrscheinlich irgendwas Bösartiges, war mir klar. Und ein Watering Can. Es ist mir ein bisschen zu hart zu craften, als dass ich sie jedes Mal reinwerfen würde. Also, die Water Bottles sind noch das Aquanste, was ich hier habe. Alternativ kann man natürlich auch Balance Shards sind ja unsere Probleme aktuell. Könnte ich auch einfach eine Water Shard nehmen und mir um andere Dinge, weil Water Shards bekommt man aus Eis, Gott sei Dank. Ich wollte gerade anfangen zu kotzen, dass man dafür Bienen braucht. Und Eis können wir uns herstellen, weil dafür braucht man ein Kompressor und Schnee. Ich wollte gerade sagen, ich habe schon was, um Eis herzustellen. Alles gut, ja. Also das wäre so eine Möglichkeit. Das heißt, wir müssten uns dann um andere, ich meine zum Beispiel über Blaze oder Blaze, genau, über Blaze kommt man ideal an Feuer ran. Über Holz, nee, es war nicht Holz, über Erde oder Stein. Hier, genau, da habe ich 2 der Aspekte mit drin und so weiter. Also ich denke, ist es uns auf jeden Fall möglich. Wisst ihr was, Leute? Die Folge wird jetzt einfach länger. Ich möchte das herausfinden. Wir testen das jetzt. Schnee. Snow. Hatte ich da irgendwie im Kopf, dass wir ein bisschen Schnee haben. Wir testen das. Ich bin überzeugt, dass es relativ schnell jetzt für uns möglich ist, nicht kleine Mengen dieses Aspektes ranzubekommen. Das bedeutet... Upsala. Ja, das bedeutet, wir müssen halt hier ein bisschen
den Schnee erstmal komprimieren zu Eis, das Eis dann kaputt schlagen. Da fällt mir jetzt gerade keine andere Möglichkeit an, als es von Hand zu machen, aber das geht ja auch hier schon relativ schnell, das zieht ja auch automatisch rein, genau. Dann heißt, wir nehmen wirklich alles, als Basis nehmen wir Water Shards. Dann nutzen wir 2 Blaze Powder. 1 und 2 Blaze Powder. Wir benutzen den Stein hier für diese 2 Aspekte. Eigentlich ist das Balanced Shard Rezept schon irgendwie ein spannendes. Das heißt, wir haben diese 3 Aspekte bereits. Diese 3 Aspekte haben wir bereits. Jetzt brauchen wir noch irgendetwas, was uns AR und irgendetwas, was uns Ordo mitgibt. Ja, wenn man jetzt Ahnung von Farmcraft hätte und die Heizung nicht schon wieder pfeifen würde, ich meine Holy Duck, dann wäre das auch gar kein Problem, nicht wahr? Was ist denn eigentlich Flint? Flint haben wir noch nie angeguckt, bin ich mir aber sicher, dass wir es mittlerweile können, ja. Gunpowder hat natürlich auch interessante Aspekte, aber die haben wir beide schon drin. Ach, Cerus Quarz kennen wir mittlerweile, das hat diesen Aspekt. Was hat Ordo drin? Ich weiß, dass ich schon mal an dieser Stelle gescheitert bin und dann einfach eine andere Richtung genommen habe, weil ich nicht wusste, welches Item, von dem wir zu viel haben, Ordo in sich trägt. Also ich kenne hier quasi nur Dinge. Was hat Ordo? Vielleicht einfach mal ganz blöd gefragt, ja, Fire Shards werden es nicht sein. Ich dachte es irgendwie an Order Shards. Die haben sicher Ordo in sich. Order? Wie werden die nochmal gemacht? Aus Stone Slabs, genau. Die haben Ordo in sich, aber halt auch ganz viel anderen Müll, den wir eigentlich nicht gebrauchen können. Dann, was ich natürlich gemacht habe, um an Ordo zu kommen, gerade eben, ist hier hinten diese Geschichte zu machen. Also, was habe ich hier nochmal unten reingeworfen? Alter, mein Kurzzeitgedächtnis hätte ich manchmal gerne. Ach so, ich habe es ja schon, scheiße. Ich habe irgendwelche Items hier reingeworfen. Ich weiß gerade wirklich nicht mehr, was es war. Ich meine, Holy Duck, die mir Ordo in großen Mengen. Ich glaube, wir sollten tatsächlich erst die Zentrifuge machen, weil da kommen wir sehr, sehr sauber an Ordo ran. Also, außer ihr habt mir jetzt irgendwelche Vorschläge, wie ich das unbedingt machen sollte. Und dann ist AR unser letztes Ding, was uns noch fehlt. Und ich weiß gerade echt nicht, welche Items mit AR daherkommen. Warte mal. Ich habe doch hier diese Wiki. Da müsste ich doch eigentlich, wenn ich jetzt hier Ordo eingebe. Ah, guck mal hier. Motus, Ordo, Silverwood Locks, Smooth Sandstone. Aha. Und eine Vanilla Workbench. Echt, ist das so? Was hat die Workbench für Aspekte? Gar keinen, weil wir sie noch nie gescannt haben. Nö, überhaupt nicht. Wieso sagt ihr mir, dass eine Vanilla Workbench diese Aspekte hat? Ist komplett falsch. Aber den Sandstone, den können wir zumindest einfach mal ausprobieren, ob der tatsächlich mit Ordo daherkommt. Wäre irgendwie mega cool. So, der normale Sandstone noch nicht. Aber es gibt natürlich die smooth Version davon, nicht wahr? Smooth Sandstone. Das ist der hier. Und der wird wiederum aus 4 Sandstone wird er gecraftet, richtig? Also ich hoffe mal, dass es so ist. Haben wir noch mehr Sand da? Wir haben sogar noch mehr Sandstone da. Was sagt man dazu? Gucken wir mal schnell, ob das wirklich so ist. Ob der wirklich als Aspekt Ordo mit sich bringt. Das wäre natürlich mega mächtig. Tatsächlich, aber nur eins. Während das Verhältnis zu den anderen Items natürlich mega im Arsch ist. Ach, wie schade, Mann. Das wäre es echt gewesen. Da hätten wir ein Item gehabt, was uns super gut Ordo mitbringt. Ohne irgendwelche anderen Nachteile zu bringen. Aber, oh cool, wir haben Klopapier freigeschalten. Aber ich sehe es ein, dass so leicht uns das Leben mal wieder nicht gemacht wird. Also, eventuell habt ihr irgendwie coole Vorschläge, was wir als nächstes machen sollten, um an Ordo und AR. Ich meine, AR ist halt nochmal, mindestens nochmal. Ich gebe hier nochmal AR ein. Wo ist denn das hier? Das sind Tall Blends. Sugarcane, sagt der, dass AR drin ist. Ja, aha, wenn man es damit zerlegt. Ja. Ich lache dann später, ne? Da ist Wasser drin. Eigentlich ist das hier gar nicht mal so übel, weil es uns auch noch Wasser mitgibt. Wir haben dann einen Aspekt zu viel. Ich weiß nicht, Leute. Also entweder wir gehen tatsächlich so einen Weg. Jetzt, wo wir Wasser haben, können wir eigentlich AR kicken und einfach AR-Shards oder wie heißen die? Die gelben. Doch, Air-Shards reinwerfen. Kommen auch aus Sandstone Slabs. Also wären es für uns überhaupt nicht schwer, dorthin zu kommen. Weil wir jetzt Wasser und... Doch, das ist eigentlich eine ganz geile Lösung. Allerdings frage ich mich, sollte ich mir tatsächlich diesen Ärger überhaupt machen? Oder sollte ich einfach viel mehr von diesen Kollegen hier machen und einfach sagen, okay, leck mich, wir gehen einen ganz anderen Weg. Wir automatisieren die Alchemie sofort.
Das wäre mal eine ganz interessante Frage, weil ich persönlich habe dafür aktuell tatsächlich nicht die Ideallösung so oder die, ne, also ich kann euch jetzt nicht sagen, ah ja, genau so ist es am besten. Ich weiß nur, dass wir, glaube ich, noch so viel Alchemie machen müssen, dass wir sowieso Automated Alchemy brauchen. Das Problem, was ich jetzt eigentlich gerade vor mir sehe und warum ich da keinen Bock drauf habe, ist, dass wir dann halt doch wieder, also Crystallization müssten wir eigentlich mal noch machen. Oh, Voidjar, ups, cool, haben wir die auch freigeschaltet, das war jetzt nicht mein Plan. Und dann noch andere Sachen müssten wir machen, um, glaube ich, zur automatisierten, bin mir nicht sicher, ob ich da Bock drauf habe, um ganz ehrlich zu sein. Aber ist vielleicht notwendig, weil ich glaube, wir brauchen so viele Aspekte, wir wollen das irgendwann nicht mehr von Hand machen. Naja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist diese Folge definitiv lang genug, meine Damen und Herren. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Trotz vieler offener Fragen würde ich mal sagen, ich kämpfe mich jetzt nicht super schlecht hier durch. Dafür, dass ich bis vor einem Monat von sämtlichen Magie-Mods noch nicht mal ansatzweise Ahnung habe, schlage ich mich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Hoffe ich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Macht's gut und ciao.